begrüße euch herzlich zu meinem kleinen Videotagebuch Paddys Wollzeit. Mein Name ist Patricia und ich möchte dir gerne zeigen, was ich so die letzten, jetzt sind es 2 Wochen her, was ich gewerkelt habe. Ich wohne im wunderschönen württembergischen Allgäu, sage ich immer, mit meinem Mann, meinem Sohn und auch meinen Schwiegereltern, ja. Und das funktioniert. Ja, sind jetzt am Mittwoch, habe ich das letzte Mal, glaube ich, aufgenommen. Da waren es 2 Wochen her. Und ich möchte mich natürlich, bevor wir loslegen, als allererstes dafür bedanken für die lieben Nachrichten unter dem letzten Video und für die vielen Likes. Und ja, vielen lieben Dank dafür. Ich habe nicht so viel zu zeigen, nur ein bisschen was. Ich habe was fertig, das ist auch der Grund, warum ich heute aufnehme, weil ich es am Sonntag schon wieder verschenke. Ich habe gedacht, dass ich nicht nachher irgendwie nochmal extra was aufnehmen muss oder dass ich Foto nachher einblende, habe ich gedacht, dann nachher mache ich das jetzt und das sind jetzt auch schon 2 Wochen her und das ist in Ordnung so für mich. Ja, wenn ich vielleicht ein bisschen rot bin. Ich bin aber, Spitze, es ist schon wieder ziemlich warm. Also ich freue mich, dass es nicht mehr so kalt ist. Aber halt, ja, der ständige Wechsel zwischen warm und dann nachher fängt es wieder an zu schneien. Dann, das war ja die letzten paar Tage, letzte Woche war es noch richtig kalt. Und so die letzten 2 Tage ist richtig schön, richtig herrlich. Ich war gestern im T-Shirt sogar draußen, habe noch Pflanzen pikiert. Also ich sehe eigentlich jedes Jahr Tomaten und habe dieses Jahr auch noch Paprika. Später kommen dann nachher noch Zucchini dazu. Und die habe ich gestern in einzelne Becher praktisch versetzt. Mal schauen, vielleicht, entweder habe ich schon vorne dran oder vielleicht hinten dran kommt noch ein Bild davon. Jo. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Schauen wir mal, was ich alles so fertig gemacht habe. Ich habe jetzt die Anleitung nicht dabei, aber die kennen ja viele. Ich habe mich von dem Virus anstecken lassen, die Baker's Twine zu stricken. Die Topflappen von einer Kaufanleitung von Ducati. Und ich habe auch welche gemacht. Ja, das sind meine. Ich hatte schon mal irgendwann angefangen, den zu machen, habe das dann, irgendwie habe ich mich nicht traut an die Anleitung ran, keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Und ich hatte ja noch so viel Baumwolle eigentlich da und habe jetzt 2 gemacht. Und die werden am Sonntag verschenkt. Die Baker's Twine ist eine Kaufanleitung von Ducati, aber es rentiert sich. Es ist wirklich eine schöne Anleitung und ich habe das bei manchen gesehen und ich habe mich auch, wie gesagt, anstecken lassen, habe gedacht, das ist eigentlich ein schönes Geschenk, sowas. Ja, das sind meine 2. Genau, ich habe dazu verwendet von Regia die Cotton Denim. Ja, ich habe es so klein, weil ich es schon mal gewickelt gehabt habe und dann habe ich die Banderole so drumherum geschlungen. Das ist die Cotton Denim. Einmal in der Farbe, ich weiß gar nicht, 028. 60. So, das ist das helle Club und das dunkle ist, mal schauen, ob es stimmt. Das ist die, ja, genau, habe ich sogar drauf geschrieben. Und das ist die dunkle und das hat die Farbe. Ich halte es euch hier rein in die Kamera, dann seht ihr es. So. Ja, ich denke, so wird es auch sein, oder? Ja, genau.
Und das sind die einzelnen zwei Knäule davon. Ich hatte da letztes Jahr oder vor 2 Jahren habe ich da mal für Fabian so Sneakers daraus gestrickt. Da war die Haltbarkeit. Ja, sie halten. Aber man merkt, wenn man sie trägt, dann nachher leiert der Bund halt relativ schnell aus. Also das muss man schon sagen. Und ich habe da eben noch so viel übrig und habe ich gedacht, also komm, dann nachher nehme ich die restlichen und mache jetzt nochmal eben die Baker's Twine. Ich zeige es nochmal gern. Und ich habe die gestrickt mit einer 3,5er Nadel und ja, habe immer noch was übrig. Hätte ich nicht gedacht. Das hier. Das glänzt bei euch, also in echt glänzt es ja nicht so. Man sieht es ja hier auf dem Topflappen, dass es nicht so glänzt. Und die haben irrsinnig Spaß gemacht zu stricken. Doch, ich werde mir auch noch mal welche machen, aber aus einer anderen Farbe. Jo. Das ist das Einzige, was fertig geworden ist. Aber ich habe noch Fortschritte zu zeigen. Jetzt muss ich erstmal was trinken. Und zwar zeige ich euch mal das Tuch. Die Stola, die ich stricke. Da habe ich jetzt die Anleitung nicht dabei. Aber Moment, jetzt muss ich das auseinanderfriemeln. Das ist eine Stola mit Blättermuster. Das sieht man. Auch ganz toll. Und da war ich letztes Mal hier bei dem Stern. Und so sieht man es, wie es denn nachher wird. Insgesamt. Also wie es schön rauskommt. Bei dem Stern war ich letztes Mal und es sind 1, 2, 3, knapp 4 Mustersätze dazugekommen. Und ich räume das Ganze immer so auf, dass ich nicht so viel Material andauernd zum Wenden habe. Mit dem Garn, das ist so ein Baumwollmischgarn. Da verwurschtelt sich das ständig so ineinander nein und habe ich jedes Mal so ein Wurstelei und das passiert halt nicht, wenn ich das so habe. Also so eingerollt und mit Zerbändel einfach und da passiert auch nichts. Ja. Das war eine Anleitung aus der Maschenwelt letztes oder vorletztes Jahr. Eine Anleitung von Veronika Huck ist das. Sie hat ja auch Videos dazu bei YouTube aus zum Beispiel das Tuch Catch a Smile und da kann man das ein bisschen ableiten, was wie es ungefähr funktioniert. Ja. Und wie gesagt, das muss jetzt noch ein ganzes Stück wachsen. Das ist noch viel zu kurz, um mir das komplett schön um den Hals zu legen. Ich hatte damals einen Mustersatz mehr angeschlagen, wie es eigentlich ist, weil ich dachte, dann wird es halt einfach schön breit. Und ja, wenn man es eben jetzt so schön hinlegt, dann nachher sieht man einfach, dass das auch schön um die Schulter geht und auch eine schöne Breite einfach hat. Und das ist das, was ich ja damit erreichen wollte. Und da sollte ich jetzt auch mal ein bisschen weiter nadeln. Ja, die sollte schließlich auch mal irgendwann fertig werden. Stricken tue ich die, glaube ich, mit einer Dreiernadel. Das sind die Symphonie. Und ja, das kann man ja mit jedem Garn, denke ich, eigentlich machen. Außer jetzt so ein Decay oder so würde ich es nicht, aber in einem Sockenwollgarn oder sowas in der Art kann man das ganz gut machen. Oder sowas in der Art hier, das ist so ein Baumwollmischgarn. Und da habe ich schon das zweite Knäuel ja drin. Das erste war noch ein Ticken dunkler, aber das sieht man jetzt nicht mehr, weil ich es ja schon, ja, eingefädelt habe und Strick. Wenn es mal ein ganzes Stück länger ist, dann nachher mache ich es vielleicht mal auf und zeige es euch dann nachher nochmal.
Jo. Da geht auch immer wieder mal ein bisschen was voran. Das habe ich ja letztes Mal nicht gezeigt, weil sich das einfach nicht rendiert hat. Da war ich eine Blume, also ein Blatt war ich praktisch weiter, mehr nicht. Und das hat sich dann nachher nicht rendiert wegen einem Blatt. Wenn ihr draußen Motorsäge hört, ich habe Fenster auf, ich würde sonst hier drin vergehen. Und würde ich irgendwann hier wegfließen. Es ist einfach so warm, also ich schwitze. Ja. Womit habe ich noch weitergemacht? Da ging ja auch ein ganzes Stück voran. Und zwar, nachdem, dass ich die Socken fertig hatte, die Auftragssocken für eine liebe Bekannte, die schwarzen, das war ja die Merino meilenweit, oder hat die schwarz-grauen und auch die für ihren Sohn, die passen, die sind gut angekommen, die hat sich total gefreut, habe ich einen Socken von meinem Sohn weitergemacht, die Gum-Gum-Socken. Mal schauen, ob ich es noch schaffe, bis Ende den Monat das Paar fertig zu machen. Der eine Socken war ja schon fertig. Das ist der zweite Socken jetzt dazu. Und da war ich letztes Mal hier oben und da kam jetzt noch der Rest dazu und bin jetzt über die Käppchenferse hinaus. Auch die Spickelabnahmen sind fertig und stricke jetzt wieder fröhlich in der Runde, bis es fertig ist. Ja, wenn die fertig sind, dann Halleluja. Ehrlich. Vor allem erstens, wenn mein Sohn ja eine Größe 5,46 hat. Und der Schaft von den Socken schon relativ lang ist. Also mit Bündchen habe ich hier diesmal 22 cm hingeklöppelt. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber er freut sich. Und ich finde, es sieht halt einfach schön aus. Ja. Welche Garne habe ich dazu genommen? Die zeige ich gleich. Setze ich noch geschwind den Marker um. Setze mal hier dran. Stricken tue ich die mit einer 2,5er Rundstricknadel von Haier in der Magic Loop Technik. Und der Bund, also der Bund, die Ferse und auch die Spitze nachher sind in einem Grau, also ganz normales Grau von Regia, glaube ich, ist das so ein Vierfach Vorplay. Vorplay halt. Das nehme ich dazu. Ich mag gern so Unigarne einfach im Kontrast dazu. Und das sind die beiden Garne. Einmal die Schachenmeier Landscape Colors Vorplay und einmal die Sporty. Die beiden. Ups. Und die habe ich von der Brigitte mal geschenkt bekommen. Und die weiß ich gar nicht mehr. Habe ich die mal selber gekauft oder keine Ahnung. Ja, die beiden stricke ich zusammen als Gum-Gum-Socke und das macht unheimlich Spaß. Zeige ich euch nochmal, weil sie echt so schön sind. Genau. Und da finde ich es so schön, da kommt das Grau jetzt wieder raus. Und es sieht so richtig toll aus. So also braun, so das Warme. Und dann nachher hier wieder so das Kühlere, das Graue. Wie sich das einfach so abwechselt. Ich finde das so toll. Die machen unheimlich Spaß. Ja. Da bin ich dran zum Stricken. Mal schauen, vielleicht, wann, vielleicht schaffe ich es ja bis Ende des Monats, die fertig zu machen, dass ich die dann habe. Ja. Auch nicht tolle Löffel da drin haben. Entschuldigung. Ja, das wird aber ein kurzes Video. Halleluja. Ja, dann habe ich noch eins zum Zeigen. Dann wird es halt ein kurzes Video. Muss ja nicht immer, was weiß ich, wie lang sein.
Meine Damen, eh meistens nur so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ja. Und zwar, jetzt gehe ich ein Stück zurück. Mein Pulli! Ja! Ich habe den zweiten Ärmel geschafft. Ein Arm war ja fertig. Und hier war ich beim zweiten Arm. Den habe ich runtergeklöppelt. Dann, also das ist die wunderschöne, ups, Vorderseite. Aber da habe ich jetzt die Banderole nicht dabei. Aber ja. Der Pullover stricke ich. Also das ist eine ganz normale RVO-Anleitung, also Raglan von oben. Nach der Anleitung von Thorsten Just Do It. Da habe ich geschaut bei ihm auf dem Kanal, da erklärt er das total gut. Und auch den Maschenrechner, wo er auf seiner Seite hat, habe ich genutzt. Und danach habe ich das angefangen. Mein Pullover mit dem Kaffeebohnchenmuster vorne an den Armen sieht man das ganz toll. Hoffe ich doch. Fortlaufend. Und auf der Rückseite. So. Und wo ihr das letzte Mal gesehen habt, das war hier bei dem Marker. Und da ging das ganze Stück runter. Das ganze Stück kam noch zusätzlich dran. Und ich befürchte, dass mir das Garn nicht reichen wird. Ich muss jetzt noch 8 cm runterklöppeln. Dann kommt noch der Bund. Und ups, geh jetzt da drauf wieder. Naja, dann nachher. Und dann, also nach 8 cm muss ich runterstricken bei dem Pullover. Und danach kommt oben noch ein Kragen mit halbe Stäbchen. Mache ich mir hier noch eine Runde mit halbe Stäbchen. Und das reicht dann, sonst wird das zu eng vom Hals. Das mag ich nicht. Also da liegt jetzt ungefähr so. So ungefähr. Wenn ich dann nachher noch eine Runde mit halbe Stäbchen den Rand hier oben einfasse. Das Bündchen hier oben oder halt den Halsausschnitt. Und dann reicht mir das völlig aus. Ja, das habe ich geschafft alles. Das ist ein wunderschönes Garn von der lieben Eva von Kunst und Knopflach. Also sie hat auch einen Podcast, den man sich total schön anschauen kann. Und von ihr habe ich das Garn. Das ist so ein Baumwolle, Wolle, Poli. Irgendwie so, ja. Und der hat sein Gewicht durch die Baumwolle, aber wenn man den Pullover anhat, hat der so eine Leichtigkeit. Und das merkt man und das ist total angenehm, den zu tragen. Ich freue mich schon, wenn der fertig wird, auf jeden Fall. Ja, und mehr habe ich gar nicht zum Zeigen. Ich habe da nicht mehr. Aber ich denke, das ist ein ganz schönes Stück, das war, ja, das voranging. Also das ganze Stück von dem Marker hier oben bis runter. Der Marker zeigt mir an jetzt, wie viel Zentimeter ich jetzt noch brauche. Der hier, der lilane. Der hier ist der Rundenanfang. Irgendwie hat sich der Rundenanfang auf die Rückseite versetzt, aber das macht gar nichts. Und ja, mal schauen, bis zum nächsten Mal werde ich ihn fertig haben, wenn ich irgendwann das zweite Video oder das nächste, nicht das zweite, bin ich jetzt gar das nächste Video mache. Ja, genau, was gibt's so? Also an Strickigen war es das. Mehr habe ich, wie gesagt, jetzt nicht, aber für mich reicht das. Das ist für mich schon ganz schön viel, was ich gehandarbeitet habe. Und wie gesagt, ich werde von dem hier nochmal was
nachbestellen, weil ich glaube nicht, dass mir das reicht. Und jetzt ist im Moment gerade so am Bauchnabel und das ist noch viel zu kurz. Also ich habe das Maßband gestern noch hingehalten, wie lange ich den ungefähr haben will und so. Ja, 7,5 bis 8 cm, dann nachher noch ein kleineres Bündchen, auch nicht zu lang. Und dann, ja. Ach so, das Bündchen habe ich hier geschafft, sogar das wollte ich noch zeigen. Ich habe ein 2 rechts, 2 links Bündchen gemacht und hab sogar geschafft, von der Maschenanzahl her, dass das in das Muster eine rein integriert wurde. Ich habe überlegt, unten werde ich aber ein. Entweder mache ich auch ein 2 rechts, 2 links. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann nachher schaffe. Da müsste ich halt rechnen. Aber ich weiß nicht, ob ich da wirklich Bock dazu habe, dass es mit der Muster auch integriert wird. Mal schauen. Und wenn nicht, dann ist es so. Ist mein Pulli. Mir muss es gefallen und niemand anderem. Jo. Genau. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen eigentlich im Moment gerade? Nichts, bei uns läuft noch alles so, so wie es war, so wie es ist. Nichts Neues. In der Nachbarschaftshilfe bin ich weiterhin das Ehrenamtliche, was mir unheimlich Spaß macht. Ja. Ansonsten halt jetzt, wenn es wieder warm wird, na klar, raus in den Garten, die Zeit wieder draußen verbringen, so wie es geht. Und auch die Pflänzchen, mich um die Pflänzchen kümmern. Und ich freue mich, wenn ich da wieder. Ich mag es zwar nicht im Garten auf dem Boden rumnurle, sage ich immer. Also Unkraut jäten und so weiter, wenn ich mich so bücken muss, aber in den Kübel, ich mag es gern, wenn ich in Kübel was habe und ich habe zwei so Plastikhochbeete. Ja, ich weiß, Plastik, aber für mich ist das eine gute Lösung. Und wenn ich da dann nachher einfach was schaffen kann, weil das ist dann nachher einfach rückenschonend, da muss ich nicht runter auf den Boden, werde nachher meine Knie einfach da manchmal nicht so gern mitmachen. Und ja, wenn ich dann nachher auch wieder anfangen kann, die Kästen dann nachher mit Blumen zu setzen, das ist jetzt einfach noch zu kalt. Also, ich sage immer, bis Ostern kann nochmal Schnee kommen. Ja, also damit warte ich jetzt einfach noch. Und da freue ich mich, wenn es da auch wieder losgeht. Und ja. Ansonsten wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ganz, ganz viel Zeit für eure Hobbys, Handarbeiten oder was ihr sonst noch gerne macht. Und lasst es euch gut gehen und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ach so, ganz, ganz lieb Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Reinschauen, für die Däumchen nach oben und alles. Bis dann. Ciao. Und schöne Ostern euch alle. Ich weiß nicht, ob ich vor Ostern nochmal aufnehme. Dann wünsche ich euch ein wunderschönes Osterfest. Genießt so, wie ihr es könnt. Und lasst euch einfach gut gehen. Jetzt aber. Ciao, ciao.